Zunächst möchte ich der Fraktion Die Linke danken, dass sie diesen Antrag zu diesem aktuellen humanitären Problem vor unserer Haustür gestellt hat. Ich begrüße auch, dass das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern am 23. Februar 2012 zumindest einen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Syrien verfügte, zumal diese Anordnung nach Angaben des Innenministeriums nunmehr verlängert wurden. Der Abschiebestopp bewirkt aber nur, dass an sich ausreisepflichtige Ausländer über einen befristeten Zeitraum geduldet werden. Bei der Duldung handelt es sich nicht um einen gesicherten Aufenthaltstitel, sondern lediglich um eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Sie wird meist nur für 3 bis 6 Monate sogar nur erteilt. Angesichts der derzeitigen Sicherheitslage in Syrien halte ich es für notwendig, dass Flüchtlinge aus Syrien eine dauerhafte Perspektive über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel erhalten. Meine Damen und Herren, innerhalb eines halben Jahres wird sich die Situation in Syrien kaum verändert haben, sodass die Menschen, die hier heute nur geduldet werden, in einem halben Jahr immer noch hier sein werden und immer noch in einem unsicheren Aufenthaltsstatus leben. Diese Menschen können ihre Zukunft nur gestalten, wenn sie eine gesicherte Perspektive erhalten. Deshalb unterstützen wir die Forderung der Linken nach einem humanitären Bleiberecht für alle syrischen Flüchtlinge. Auch das zweite inhaltliche Anliegen des vorliegenden Antrages unterstützen wir Grünen voll und ganz. An der Universität Rostock gibt es eine ganze Reihe syrischer Studierende, die ursprünglich Stipendien aus Syrien erhielten. Dieses Geld fließt jedoch nicht mehr. Wir hatten es heute schon gehört. Die Studierenden wissen nun schlicht nicht, wovon sie leben sollen. Selbst bei der Richtlinie weiß man nicht, ob das Geld ausreicht. Einen Anspruch auf BAföG haben nur Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis, mit der sie voraussichtlich auf Dauer in Deutschland bleiben werden. Die haben sie aber nicht. Ausländische Studierende haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Sozialhilfe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung mit § 22 Sozialgesetzbuch 12. Studierende haben auch keinen Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende, also keinen Anspruch auf Hartz IV. Arbeiten dürfen die syrischen Studierenden auch nicht, weil sie sich ja zum Zweck des Studiums in Deutschland aufhalten. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, wie sollen diese Menschen eigentlich dann sich selbst finanzieren? Welche Chancen gibt Ihnen unser Staat überhaupt noch? Wir unterstützen daher die Forderung der Linken, der finanziellen Notsituation syrischer Studierender durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre, zu der eben gerade von Frau Tegtmeier vorgetragenen Richtlinie, die ja möglicherweise nicht ausreicht in der haushalterischen Untersetzung, dass der Ministerpräsident aus seinem 5-stelligen Notfalltopf Geld für die syrischen Studierenden sofort bereitstellt. Schließlich hatte der Ministerpräsident im vergangenen Jahr nur rund 500 Euro aus dem ihm zur Verfügung stehenden jährlich 5-stelligen Betrag ausgereicht. Es sollte also genügend Spielraum bestehen. In der Erläuterung zum besagten Notfalltopf mit der Titelnummer 0301-684-08 heißt es, Zitat Anfang, die Gewährung von Zuwendungen ist der Entscheidung des Ministerpräsidenten vorbehalten. Die Mittel stehen ferner zur Verfügung, um Sofortmaßnahmen für in Not geratene natürliche und juristische Personen zu ermöglichen oder zu unterstützen. Zitat Ende. Herr Ministerpräsident, Herr Sellering, Ihnen steht es frei, sofort helfen zu können. Ich bitte Sie inständig, Ihre Möglichkeiten, die Ihnen der Landeshaushalt einräumt, auch zu nutzen. Wichtig ist allerdings, dass der Bezug öffentlicher Leistungen den Studentinnen und Studenten aufenthaltsrechtlich nicht zum Nachteil gereicht. Ich gehe hier noch kurz auf die Forderung des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ein. Die aktuelle Lage in Syrien veranlasste das Auswärtige Amt zu der Einschätzung, dass mit der Übermittlung persönlicher Daten an die syrische Botschaft sowohl im Bundesgebiet lebende syrische Staatsangehörige als auch in Syrien lebende Familienangehörige gefährdet werden könnten, da diese Personendaten eben auch den syrischen Geheimdiensten bekannt gegeben und für deren Zwecke verwendet werden können. Den syrischen Staatsangehörigen, die sich hier aufhalten, ist daher eine Kontaktaufnahme zu konsularischen Vertretungen oder Behörden ihres Heimatlandes bis auf Weiteres nicht zumutbar. Wir fordern die Landesregierung daher auf, sicherzustellen, dass die Identitätsklärungen mit Hilfe syrischer Stellen ab sofort unterbleiben. Die Länder Brandenburg und Hessen sind bereits dazu übergegangen, syrische Staatsangehörigen, die im Besitz eines syrischen Nationalpasses sind, dessen Gültigkeit abläuft und die im Besitz eines Aufenthaltstitels sind, bei vorliegender Voraussetzungen die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis bis auf Weiteres in Form eines Ausweisersatzes auszustellen.
Dasselbe gilt für syrische Staatsangehörige, deren Identität zweifelsfrei geklärt ist und die die sonstigen Voraussetzungen für die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltsrechts erfüllen. Wir hatten uns beim Innenministerium dieser Tage darüber informiert, ob ein solcher Erlass wie in Brandenburg und Hessen an die Behörden des Landes herausgegeben wurde. Dies wurde zunächst verneint. Vorgestern erhielten wir dann plötzlich die Rückmeldung, dass auf Arbeitsebene eine solche Regelung doch vereinbart wurde. Das begrüßen wir natürlich ausdrücklich, Herr Kaffee. Aber wir geben uns natürlich erst dann zufrieden, wenn wir den Erlass in den Behörden schwarz auf weiß sehen. Deswegen bitten wir um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Silkeit von der CDU-Fraktion.